In den türkischen Imbissen in Deutschland bestellt man gerne Döner oder auch Dürüm. Dabei gibt es ein anderes super leckeres Gericht, das man nicht außer Acht lassen sollte. Und zwar türkische Pizza oder Lahmacun, wie ihr wollt. Tachchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Yamtamtam. Wir machen heute Lahmacun. Und wenn ich ehrlich bin, esse ich das sogar noch ein bisschen lieber als Döner. Und dafür brauchen wir als erstes einen Teig. Wir beginnen mit einem klassischen Hefeteig. So ungefähr wie bei einer Pizza, weil Lahmacun ist ja eigentlich auch türkische Pizza, zumindest sagt man so. Dann habe ich hier einen Würfel frische Hefe. So. Und hier drin löse ich jetzt die Hefe auf. Dann vermischt sie sich ein bisschen besser mit dem Mehl. Aber ihr könnt auch einfach ganz, 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 ganz kräftig kneten. Und dann Salz. Und jetzt das Rührgerät zum Kneten. Wenn ihr ganz kräftig seid, könnt ihr das natürlich auch mit den Händen machen. Aber ich bin ein bisschen faul. Aber wisst ihr was? Den Rest mache ich doch mit den Händen. Und ich gebe noch eine kleine Prise Zucker dazu. Das hätte ich eigentlich vorher machen müssen, habe ich kurz vergessen. Aber Hefe mag ja sehr gerne Zucker. Und dann macht sie ihren Job, nämlich aufgehen und Luft produzieren, noch viel besser. Aber ihr könnt es auch jetzt noch einkneten. Okay. So, der Teig ist jetzt richtig schön geknetet. Ihr merkt, mega elastisch, glatt, klebt nicht mehr. Dann kommt er in eine Schüssel. Da drauf kommt wie immer ein feuchtes Tuch, damit er nicht austrocknet. Und während er ruht, mache ich schon mal den Belag. Da kommt rein Paprika und Tomate und Hackfleisch. Und weil es praktischer ist, nehmen wir dafür einen Universalzerkleinerer. Wo ist der? Hier ist er. Oh, wie gut, dass er funktioniert. Danke, Jung. Auf dem Lahmacun ist ja immer so eine rote Paste. Und ich mache da rein Tomate. Damit das Ganze nicht so wässrig wird, entkerne ich sie vorher. So. Schon mal hier rein. Zack. Und die Paprika und natürlich auch ohne Kerne. Bei meinem Freund Sajid früher gab es auch mega auf Lahmacun. Und da saß die ganze Familie zusammen. Und die haben aber nicht so große gemacht, sondern so kleine. Und dann hunderte gefühlt. Da waren so riesige Stapel Lahmacun und es hat alles geduftet und es war mega, mega lecker. Ich habe es geliebt. So. Das kommt auch hier rein. Wenn ihr nicht so ein fancy Gerät habt, könnt ihr das natürlich auch mit der Hand ganz fein hacken, aber eigentlich braucht man so ein Gerät schon irgendwann mal. Gerade wenn man unsere ganzen Videos guckt, unser Universalzerkleinerer ist ja wirklich ein guter Kumpel von uns. Knoblauch rein, zack. Und die Zwiebel, zack. Und los geht's! Das schaut gut aus. Ich hole mir eine Schüssel und habe hier Rinderhack. Ihr könnt natürlich auch Lammhack nehmen oder gemischt. Was auch immer ihr lieber mögt. Und das Ganze wird jetzt mit dieser Paprika-Zwiebel-Tomatenpaste vermischt. Und damit so richtig, richtig rot und tomatig wird, gebe ich auch noch ein bisschen Tomatenmark dazu. Ich liebe Lahmacun. Wisst ihr, was eigentlich am allerbesten schmeckt? Lahmacun mit Dönerfleisch. Dann hat man quasi alles in einem. Und dann hat man bei jedem Bissen was Frisches, was Fleischiges, was Knuspriges. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was ihr am liebsten beim türkischen Imbiss bestellt. Wir haben bei Yamtamtam natürlich auch schon mal Döner gemacht, sogar mit einem echten Drehspieß. Das Video könnt ihr jetzt hier oben anklicken. Ich gebe noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. So. Und, weil ich sehr gerne habe, noch ein bisschen Kreuzkümmel. Und nun gut durchmengen. Hier fehlt ja jetzt eindeutig noch was Grünes. Deswegen hacke ich noch ein bisschen frische Petersilie. Ich bin ja ein ganz großer Fan der türkischen Küche. Ich habe immer noch nicht meinen großen Wunsch erfüllt, nach Istanbul zu reisen, aber sobald es wieder alles geht, dann werde ich sofort in den Flieger steigen und mich durch alle Restaurants in Istanbul essen. Darauf freue ich mich schon sehr. Obwohl ich sagen muss, zum Glück, da wo ich ja wohne, in Berlin-Neukölln, gibt es ja echt viele türkische Restaurants. Aber ich möchte mal testen, ob die wirklich so schmecken wie in Istanbul oder ob da nochmal ein Unterschied besteht. So, und die Petersilie darf auch dazu. Ja, jetzt sieht es schon viel schöner aus, viel bunter. Ich hole mal den Teig
Was sagt er? Was sagt er? Oh, yes. Ganz fein, ganz fein. Dann mache ich jetzt wieder den Trick, den wir schon öfter bei Pizza gemacht haben. Wenn ihr jetzt hier oben klickt, kommt ihr auf unsere Pizza-Playlist. Und zwar habe ich das Backblech im Ofen vorheizen lassen, damit das Ganze richtig heiß wird. Und ich rolle den Teig auf dem Backpapier aus und dann hebe ich das damit schupp in den Ofen. Trick 17 ist das nämlich. So, ein bisschen Mehl. Und dann, der Fluff, Mr. Fluff, hallo. Guck mal, die kleine Hefekugel. Wir auch noch. Während ich den Teig so ein bisschen stretche und ausrolle, könnt ihr ja mal auf ein Like klicken, wenn ihr wollt. Und vielleicht die Glocke unten, dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr. Und für alle, die noch nicht abonniert haben, gibt es sowas überhaupt? Gerne ein Abo dalassen, darüber freuen wir uns sehr. So, rund ist auch was anderes, aber wir haben das Ganze ja hausgemacht, deswegen muss es auch nicht perfekt sein. Ich nehme jetzt diese Paste und streiche sie so auf den Teig. Das erinnert mich voll daran, als ich in meiner Wohnung, schon ein paar Jahre her, das Parkett abgezogen habe, also die Dielen abgeschliffen. Das war ganz schlimm und ganz anstrengend. 10 Tage lang diese Schweißarbeit. Aber es gab bei mir in Neukölln jeden Morgen um 11:30 frische Lahmacuns. Und es war dann immer so um 7 aufstehen, diesen Krach machen und diese Parkettdielen abschleifen. Und dann konnte man die erste Mittagspause um 11:30 machen mit frisch gebackenen Lahmacuns. Und das jeden Tag, das war richtig geil. So, das sieht doch schon mal gut aus. Könnt selber entscheiden, wie dick ihr das Hackfleisch haben wollt. Und das Ganze kommt jetzt aufs Backblech. Achtung, es muss schnell gehen, weil der Backofen muss ja heiß bleiben. Schwuppidiwupp, schwupp, schwupp, schwupp. Heiß, heiß, heiß. Und zu. Und los. Während der Lahmacun backt, mache ich noch einen schnellen Salat, den es oft dazu gibt. Wenn man nicht gerade Döner mit reinmacht. Dazu eine Salatgurke. Ich finde es immer schön mit Schale, gewaschen ist sie. Einfach in Scheiben schneiden. Und dann würfeln. Perfekt. Dann noch Tomate. Und noch ein bisschen Eisbergsalat. Dann mache ich die äußeren Blätter ein bisschen ab und schneide den in Streifen. Schwuppdiwupp. Und nun noch eine rote Zwiebel für die Farbe und weil es auch einfach lecker ist. Die schneide ich jetzt nur in Ringe. Für den Geschmack ein bisschen Zitronensaft, natürlich. Und ein bisschen Olivenöl. Pfeffer. Und Salz. Kurz vermischen. Das Gute ist, wenn der Ofen so heiß ist, dann geht der Lahmacun auch ganz schnell. Und er sieht voll gut aus und es duftet. Schaut mal. Ich nehme mir mal so einen hübschen Teller. Das ist zu klein. Ich habe noch ein größeres. Was, wenn ich alles habe bei Yam Tam Tam? Jetzt sieht es hübsch aus. Ein bisschen Salat in die Mitte. So, ihr Lieben, jetzt ist es kalt genug. Hoho. Ist noch sehr knusprig, aber es ist ja auch ganz frisch gebacken. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ich beiß jetzt einfach mal ab. Mmh! Also es ist mega knusprig, der Teig super fluffig und dann ganz würzig die Füllung. Also, ich kann es gar nicht abwarten, das Ganze aufzuessen. Und falls ihr Bock habt auf noch mehr türkische Rezepte, könnt ihr jetzt hier zum Baklava kommen und hier zum Döner. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf die türkische Küche. Love it.